Gleich mal los. Haben wir was im Kofferraum? Nein. Okay. So, die Oma grüßt. Kinder. Oh, da kommt der Dicke schon. Hat sich also erledigt. Na prima. Ja, das geht gut los. Das Spiel beginnt hervorragend, ihr Lieben. Wir kommen rein. Sagen, oh, sehr schön. Sagen Hallo. Und der Dicke kommt gleich angewatschelt. Na klasse. Das ist ein guter Start. Das ist ein guter Start in den Stream. Ja, das haben wir wieder 8 Stunden. Das ist klasse. Wir sagen dem Dicken nochmal kurz Hallo. Wer ihn nicht gesehen hat. Dass man gleich nochmal. Wenn er nicht schon da. Wenn er nicht schon da steht. Ne, er kommt. Okay. Ja, wir nehmen ihn. Da ist er. Ah. Da war er. Habt ihr ihn gesehen? Der Dicke. Schön. Ja, herzlich willkommen im Stream. Der Dicke begrüßt euch. Da können wir das rote Gebiet natürlich gleich mal sein lassen. Dann gehen wir ins Gelbe. Dann gehen wir ins Gelbe. Wie geht's euch so, Kinders? Alles gut? Ein Arbeitstag oder ein Schultag gut über die Runden gebracht? Ich war beim Zahnarzt. Aber es war glimpflicher als gedacht. Aber ich muss mir ja nur noch weinen. Aber wir können uns den Kaffee noch ein bisschen schmecken lassen. So, Kiste. Ah, den noch Scheißer. So. Das freut mich, Tempo. Prima. Das freut mich zu hören. Da ist er. Und da ist der Digger. Die kriegen wir, glaube ich, nicht. Nee. Niemals. Niemals. Oh, wie haben wir den jetzt getriggert? Das ist ja Wahnsinn. Der stand 2. Up, 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 up. Der stand 2 weg. Also hier 2. 1, 2. Er ist trotzdem angerannt gekommen. So, kriegen wir die? Ohne dass der Dicke. Komm. Hier besteht ja auch eine Wahrscheinlichkeit, dass der die fallen lässt. Ist immer schön, dass der auch im Wolfli ein bisschen gleich oder die Mobilis, die da drum rumstehen, wenn der springt, kaputt macht. So, Kiste Nummer 1 für heute, ihr Lieben. Wir können ja mal zählen. Die ist leer. Okay. Kiste 1, leer. Ich mache mir mal einen Zettel. So. Oh, wer kommt denn da angerannt? Habt ihr den gesehen? Der hat doch durchs Bild huschte. Da müssen wir doch mal kurz gucken, bevor wir es aufschreiben. Ja. Op, op, op. Oh ja. Der ist bestimmt rausgerannt. Alter, das haben sie auch ganz schön geändert hier mit den Kisten und mit der Range insgesamt. Das war vorher deutlich, deutlich besser. Hatte ich gestern auch. Da kam ich an die Kiste nicht ran, ohne, oh, ohne, dass ich Bäume fälle. Stein. Stein war's. Aber hier gibt's eine Stelle. Da. Buggy. So, okay. Nehmen wir uns mal noch ein paar Berlis mit. Und
Dann gehen wir gleich nochmal ins Rote, weil wir können ja nur zwischen Gelb und Rot hin und her pendeln. Sonst gibt es ja solche Kisten nicht, solche Weihnachtskisten. Ah, hier. Komm mal her, ja. Komm mal her, komm. Noch ein paar andere Schüchen. Ne, haben wir nicht. Oh, dann müssen wir uns hier der Oberboots anziehen. Oben Pfui, unten Hui.
Okay. Gut, gucken wir mal im roten Gebiet. Nicht, dass der dicke Kleber da kommt. Tempo, wie sieht's denn bei dir aus? Oder bei euch, habt ihr schon diese Figur? Was für Knifte. Runzli, moin moin. Hallihallo, schön, dass du da bist. Runzli, hast du für den Weihnachtsbaum schon den Fuchs, the wooden, the Hast du bis auf deinen hölzernen Fuchs im gelben Gebiet noch irgendwo eingefunden, Kai? Weil ich habe ja gestern, wo wir den Weihnachtsmann aufstellen wollten, gesucht und Kai sagt wie immer, oh, ich habe ihn. Also sind die wirklich tatsächlich auch selten, ja? Heute noch nicht. Wir gehen jetzt ins Gelbe. Steingebiet.
Gleas. Können wir gleich mal gucken, ob Ähnler fertig ist. Hunger haben sie auf jeden Fall. Die haben immer Knast. 47 Minuten, na prima. Oh, hier, Charlie ist durch. Wollen wir den gleich mal machen? Na los, komm, wir modifizieren mal Charlie. Ein Hunter. Oh. 2% und Kompagnon 2%. Ja, wir haben nur Mendels. Oh, hier, sie wäre durch. 6 Stunden noch. Ach komm, das skippen wir mal. Die ist Hunter. 5%. Okay, oh, dann können wir jetzt wenigstens einen wieder paaren, weil wir haben ja alles Menschen. Oh, Charlie ist Level 2. Oh, Kinders, wir können zwei machen. Awesome! Noch ein okay, oh mein Gott, da kennt sich einer aus. Hab heute einen blauen Motorblock im roten Wald. Oh, nice. Für eine Flärgen braucht man zwei. Ja, und ich brauche erstmal drei, weil ich muss ja noch einen Weihnachtsbaum fertig basteln. Aber wir machen ein kleines Dock-Opening, schieben wir ein. Prima. Noch eine Girl. Ich glaube, die hat es auch verdient. Wir gucken mal. Wir nehmen sie mal raus. Was können wir denn mit drei? High-Ranked. Puppy und Leader. Okay. Okay, okay, okay. Dann, also, wir machen erst einmal zur Einstimmung einen Level 1 Hund. Und da haben wir nur unsere Siggi. Alles andere ist Level 2. Nehmen wir die Siggi rein. Und die hat Increase the Chance of Meeting Raw Animals by 5%. Also, das ist jetzt nicht so schlecht. Ein seltenes Tier zu treffen, aber das werden wir auf jeden Fall opfern. Ja, Runzen, du bist doch gerade da, oder? Hat denn der Runzen Bock? An der Siggi? Weil McFritty ist nicht da und na prima, den könnten wir uns eigentlich noch aufheben. Na, hoffen wir's mal. Wir nehmen aber erstmal, ich würde sagen, einen Runzli, oder? Nehmen wir einen Runzli? Der hat jetzt mal nicht so Gutes. Aber haben beide dieselbe Färbung, also würde gut passen. Da kommt der Weißer raus. Oh, ein Runzli, der ist richtig geil. Der hat richtig Lust. Okay, Kinders, 3, 2, 1, hey ho. Es ist ein Weibchen. Du darfst den Namen bestimmen, Runzli. Eine Runzelina haben wir schon. Der ist weg. Wenn du einen schönen Namen hast, immer her damit. Er ist übrigens Blackback. Hilde. Okay. Machen wir. Hilde. Da ist er. So. Okay, Hilde. Runzli, das ist dein Hund jetzt hier. Hilde. Na, merkst du ja. Okay. Und jetzt haben wir noch einen Level 2 Hund zur Auswahl. Und da darf unser Kai ist noch a girl, sich freuen. Jetzt ist er dran. Auch hier schwarzer, brauner Rücken. Das ist eine sehr, sehr schöne Färbung hier. Kai hat Raw Animal 4 und 1%, 2% und 2% ist jetzt nichts. Ich würde vorschlagen, wir übernehmen gar nichts. sodass ich vorschlagen würde, dass wir die beiden machen. Kai, bis bald. Leg mal los. Okay. Dann 3, 2, 1 und heyho. Wollen wir mal schauen, was es wird? Namen darfst du bestimmen, Kai. Wenn du möchtest. Dr. Reno! Grüß dich! Willst du nicht? Ach, es ist noch Zeit bis 20 Uhr. Ich sehe schon. Du wolltest doch Dr. Who gucken. Schön, dass du reinschaust. Geile Sache, Doktor. Schön. Brunhilde. Na, das ist ja super. Brunhilde. Okay. Machen wir Brunhilde draus. So, das war es jetzt erstmal für einen kurzen Moment. Jetzt gucken wir mal, wie viel kosten das? Brunhilde zu pimpen, 71. Das sind, glaube ich, alles Level 1 Hunde. Hilde, 71. 23. Wie viel haben wir denn? Das wären 142.
Das ist mir noch zu teuer. Auch wenn wir 1000 haben, das ist mir noch zu teuer. Da gedulden wir uns tatsächlich noch ein bisschen. Da gebe ich das lieber für die Energie aus, die wir jetzt hin und her laufen müssen ins gelbe Gebiet, Steingebiet. So, 48 Minuten. Wir brauchen also auch ein bisschen Futter für die Scheißerchen. Ja, okay, wir brauchen Kinders. Schön, dass ihr mit dabei seid. Herzlich willkommen bei Jimmy Floyd. Wir brauchen das Ding hier. Wooden Figure, ein Fox Figure. Habe ich gestern schon ein bisschen gesucht, aber den Adventskalender, das war ein Twix, was drin war, im nicht Stracciatella, sondern Spekulatius Geschmack. War mega. Bekommst doch eh keinen Holzfuchs. Es ist klasse, mit wie viel positiver Energie unser Runzen hier gleich wieder auftritt. Ja, das ist ja nur euch zuliebe. Oh, Dausa! Hey, nice to see you, Dausa! Nice to have you in the stream. I always watch for a wooden figure. Yesterday I searched 3 hours and always in the yellow and the red mountains and wooden zones and didn't find. And I opened 16, 17 boxes. So today I have some hours till you are streaming. So I decided that I will stream until you stream and find some wooden figure. So I have 2 or 3 hours now. I hurry up. But it's so, I'm so sad. Also yesterday I was so sad because it's so you have to be so patient and have to wear new clothes always and never get this figure. It's wah! Ja, die Christmas Zombies habe ich auch 1000 getötet. Ja, mal gucken, wie es heute aussieht. Mal gucken, ich bin gespannt. Denn alles andere haben wir schon, Kinders. Hier, ich will euch kurz Dausa. It looks so cute. Look, she looks so cute. Hey, boys and girls, it's Christmas. Yeah. But we always collected here all these and changed it. But yeah, the wooden figure, we had no luck. Perhaps today we have a little bit more. We are a little bit more lucky. But I love to drive the snowmobile races. I love it. Wo ist die Mütze? Wolltest du bestimmt jetzt sagen, Runzli. Wo ist die Mütze dazu? Ja, ich habe noch keine. Wo kriege ich die her? Wo sind die Sektflaschen? Was für Sektflaschen? Was sind für Sektflaschen? Runzli? Was sind für Sektflaschen? Klär mich mal auf.
Hast du Santa als gesehen als Zombie? Nein. Nee. Und ich war auch mehr in der Bergregion unterwegs als in den Wäldern. Hier, ich habe bisher nur das alles bekommen. Die Kuchen habe ich gekriegt und das, den Rest habe ich eingetauscht. Und das, was hier drin ist. Aber die Sektflaschen für Energierunzli? Wie viel kriegt man denn da? Und hier, den machen wir jetzt. Also, wir probieren es. So, was stellen wir denn her? Wir brauchen Stoff, wir brauchen Seil und wir brauchen Leder. Stoff, Seil und Leder. Wollen wir mal gucken, ob wir Stoff, Seil und Leder haben. Bisschen Leder haben wir. Seil brauchen wir auch. Und Stoff. Okay. Das opfern wir mal für ein Mützli. So, und was brauchen wir noch? Na, Schuhe haben wir eigentlich, aber da brauchen wir nicht die guten mitnehmen. Da machen wir noch eben mal Schüchen. So. Okay. Na, da sind wir doch wieder. Sind wir doch wieder ausgerüstet. Super. Die Schuhe noch weg. Okay. Ich bin doch Sammler, nutze sie noch nicht. Und da sind die drin, die Kiste. Ach so, in der Kiste. Ja, die Kiste hatte ich aufgemacht. Da waren bei mir wahrscheinlich, war bei mir keine drinne. Oder ich habe sie vielleicht getrunken. Ich denke, entweder der Santa-Zombie in die Winde gebieten wird. Ein Mysterium. Okay. Also, du hast ihn auch noch nicht gesehen, sozusagen. Was bringt die Brunhilde für das Spiel? Na, jetzt gerade noch gar nichts. Aber da sie schon Level. Oh, warte mal. Da sie Level 2 war. Also mit Level 1 kriegst du eine Eigenschaft, mit Level 2 kriegst du zwei Eigenschaften, mit Level 3 kriegst du drei Eigenschaften. Danke, dass du mich erinnerst. Ich muss ja noch drei Hunde reintun. Und es gibt ein. Na? Ein Perk. Treuer Begleiter oder sowas heißt der, glaube ich. Ich glaube, treuer Begleiter. Warte. Könnt ihr mal gucken. Kompagnon. Hier, True Friend, genau. Wahrer Freund, heißt er, wahrer Freund. Und da kommt das Mobbeli mit dir mit. Und im Spiel. Und greift Monster an und sowas. Mehr kenne ich, weiß ich auch nicht. Oder wahrer Freund, treuer Freund, genau. Und aber auch hier jetzt, wenn du nicht spielst, hast du einen Vorteil davon. Denn wir gucken mal noch schnell. Wo warten? Ah. Jetzt sind wir fix gestorben. Ist aber sehr selten. Ja, ist wirklich selten. Und auch der weiße Hund. Ich hatte mit meinem Jimmy-Charakter. Habe ich jetzt übrigens auch geschafft, über Nox-Player, dass wir auch mal mit dem Jimmy hier irgendwann weiterspielen können. Mein Baloo, mein weißer Hund, den hatte ich als zweiten oder dritten Hund da gekriegt. Das war. Und hier habe ich noch ewig keinen weißen. Wir kriegen hier weißen. Das schaffen wir. Müssen wir nur dranbleiben. So, ich sammle mal erstmal schnell den Loot wieder ein und dann. Emma. Genau. Emma packen wir jetzt hier rein. Denn Emma hat. Dass die. Wir seltene Items finden, 3% erhöht und dass der. Der Nahrungsmittelbedarf für die Hunde sinkt. Also um 1%, dass die nicht ganz so hungrig sind. Außerdem haben wir die Babsi. Die increased 3% Erfahrung. Und nochmal 5 sind also 8. Packen wir auch rein. Obwohl Erfahrung ist die Frage. Ist es die Erfahrung der Balken hier unten? Ach, ey, wir sind 99. Hallo, wir sind 99 geworden. Cool. Wir haben gestern, ich habe gestern nicht mehr drauf. Ich war so satt gestern, dass wir hier dieses Wutten-Ding nicht gefunden haben. Habe ich nicht drauf geachtet. Habe ich nicht drauf geachtet. Ja, und die Brunhilde ist jetzt mit einem anderen Level 2 Hund gekreuzt worden und wir hoffen, dass ein Level 3 Hund draus wird. Und dann hat der drei Eigenschaften. Und die Eigenschaften. Nee, stopp, ich muss einen Hund auswählen. Genau, hier. Du kannst mit Rang 1
Kompagnon, Careful, Well-Stocked und Hunter erhalten. Das gibt dir dann immer jeweils die entsprechenden Vorteile in Prozent. Weniger Essen, Verbrauch und. Genau, du bist die Brunhilde, Kai. Das stimmt, ja. Ja, da wollte ich, ja. Du warst gestern dabei. Ja, Kai, du wärst hier mein erster Level 3 Hund, definitiv. Und ich überlege schon, ob wir jetzt mal die 70 ausgeben, einfach mal verballern und dich mal hochziehen. Mit Rank 2 kriegst du auch, werden die verbessert, die du schon hast eventuell, oder kriegst die dazu und du kannst Bloodhound kriegen. Richtig geil. Richtig geil. Ja, meinte ich so rum. Runzen ist die Hilde und Kai ist die Brunhilde. Und mit Rang 3 hätten wir jetzt die Möglichkeit, wenn wir die Eigenschaft Kompagnon oder Hunter hätten, dass das auch erhöht wird oder wir eine dazu kriegen. Oder wir könnten hier Witty oder Leader bekommen. Oder Guard. Can attack the Horde. Auch nicht schlecht. Nehme ich mal an. Baller mich hoch. Nicht hochjagen. Nicht verwechseln. Baller mich hoch. Nicht hochjagen. Nicht verwechseln. Okay. Wollen wir die jetzt einfach mal hier schnell hochknüfteln? Oder nehmen wir einen Runzen? Bei Runzen? Runzen, du wärst dann Level 1 Hund, oder? Hilde. Ist weiblich. Könnte man dann hier mit ihm paaren. Und Brunhilde. Also ihn ziehen wir hoch. Entweder wir machen den hier und gucken, ob der vielleicht ein Rang 3 wird. Oder wir ziehen die Hilde hoch. Torbi, grüß dich. Schönen guten Abend. Herzlich willkommen bei Jimmy Floyd im Stream. Schön, dass du einschaltest. Ich habe gesehen, du hast vorhin schon mal reingeguckt, wo wir im Chat nur Blödsinn gemacht haben. Da haben wir bei Discord rumgealbert und die anderen haben da im Chat geschrieben, weil wir da was eingestellt haben wegen den Bots. Da habe ich schon gesehen, dass du mal reingeirrt hast. Schön, dass du da bist. Ich freue mich. Wir überlegen gerade, ob wir Brunhilde oder Hilde hochziehen. Kai oder Runzli. Und ihr dürft entscheiden. 71 gebe ich aus. Die machen wir jetzt. Die bin ich bereit zu bezahlen. Um eventuell hier, hallo, grüß dich, schön, dass du dabei bist. Halli, hallo. Schön, dich im Stream zu sehen. Runzen, Brunhilde, okay. Runzen sagt, wir nehmen die Brunhilde, dann nehmen wir auch die Brunhilde. Kai, bist du bereit? Ich nehme mal noch einen Schluck. Was ist gleich wieder alle, ich brauche erst mal. Hier sieht man die Essensanzeige auch. Okay, Kinders, wir geben die jetzt einmal aus, die 71. Ich bin eigentlich nicht so verschwenderisch, aber ich habe jetzt irgendwie auch Bock drauf. Wir gucken mal. Seid ihr bereit? Okay, los geht's. Es bleibt ein Level 2 Hund. Aber Bloodhound. Oh, 5%. Damit bin ich zufrieden. Auch wenn es ein Level 2 ist, den können wir nämlich übernehmen. Und hier aber Speed Up. Um 0,5%. Was ist denn das? Was ist das? Also ganz im Ernst? Nee. Aber Bloodhound ist mega geil. Finde ich super. Damit werden wir den auch gleich reinnehmen. Oder können wir den dann nochmal... Wo ist er denn? Brunhilde. Wir haben hier leider noch keinen... Ja, 5%. Absolutely amazing. 5%. Absolutely. I like. So, jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt müssten wir... Menschen, alles Männer, außer die Hilde. Oh, die Hilde, die kann sich hier freuen. Die Hilde kann sich freuen. Ja, ist gut, auf jeden Fall 5%. Ich weiß gar nicht, ob es höher geht als 5%. Aber Rank 3 brauchen wir, wäre halt schön gewesen. Aber wir regen uns nicht auf, wir beschweren uns nicht. So, okay. Dann... Sind wir fertig und können los. Wir verballern erstmal das Gelumpe hier. Weil wir haben alles im Bunker. Den können wir nämlich auch machen. Aber bevor wir hier irgendetwas machen, müssen wir tatsächlich dieses Wooden Dings finden. Haben wir noch genug Nahrung oder? Ja, kommt. Ah. Wir geben es uns nochmal ganz kurz. Da haben wir wieder 100. Da brauchen wir nicht so schnell was. Oh, die sind kaputt. Oh, na gut. Ja, Kai, absolut.
traumhaftes Ergebnis, ganz ehrlich, super Ergebnis mit den 5%. Auch wenn wir nur bei 2 geblieben sind. I appreciate that, Kai. Absolutely. Du hast alles rausgeholt, was geht, und ich bin damit auch zufrieden. Tatsächlich. So, dann müssen wir doch jetzt tatsächlich mal duschen. Das gibt's ja gar nicht. Haben wir lange nicht gemacht hier. Schön. Ja, und das, hoffentlich bringt uns das jetzt auch gleich was. So, wir sollten genug mit haben. Okay, los geht's. Aber ich brauche noch was zu trinken, ich muss mir gleich noch was holen. Ja, wir machen erstmal gelbes Gebiet, und wenn wir dann irgendwann nach dem 4., 5. Mal die Nase voll haben. Oh, war da noch da? Egal. Die Nase voll haben, dann machen wir hier das ein oder andere Schneemobilrennen, um es die Laune wieder aufzubessern. Dann gucken wir nochmal, ob wir nochmal diese Wooden Figure finden. Und wenn wir dann keinen Bock mehr haben, dann gehen wir hier rein, und dann ist aber nicht mit Schneeki-Modus. Ich habe da jede Menge Kniften. Dann werden die Dinger verballert. Ja. Okay. Wir walken ganz kurz. Ich hole mir ganz schnell noch was zu trinken, auch wenn es kein Kaffee ist, meine Lieben. Wir knallen es kurz rein. Ich bin sofort wieder da. Ganz, ganz kleinen Moment. Und dann machen wir Wooden Figure Chests. Hoffentlich. Bis gleich. Schön, dass ihr noch mit dabei seid. Hast du den Huni? Nein, ich hab nichts. Kai, wenn wir jetzt hier reingehen, ein paar Dingerlis machen wir. Und die Kisten. Und dann gucken wir mal. Und dann gucken wir mal. So. Und da ist schon eine dicker 240er, ne? Sagt der Kai. Das ist jetzt 240er. Was haben wir ein schönes mit? Range ist so gefixt. Ah, da kommt noch einer. Den locken wir uns erstmal ein bisschen weg. Ey!
Nicht hauen, komm. So ist gut. So ist gut. Selbes Tempo. Na, selbes Tempo! Nicht. Na, wahrscheinlich haben wir uns zu sehr über die Karte gescheucht. Okay, Dausa. So, I appreciate that, that you are also here. Have a nice meeting. A successful meeting. Ah, da kommt der Nächste. Aber der hat auch nichts. Gehen Sie bitte mal zur Seite, junger Mann. Nicht den Stein sammeln. Wer braucht denn den Stein? Möchte keiner haben. So, suchen wir mal die Kiste. Na, oh, zwei Lamis. Es ist aber auch nicht, aber wenn es uns hier präsentiert wird. Pflanzenfasern oder diesen Stoff da nehmen wir immer. Eine leere Flat, na prima. Oh, Stones haben gespielt wie Flasche leer. Trapattoni Wutrede müsst ihr euch anhören, wenn ihr Fußballfans seid. Ein Muss. Und wir sind Nacksch-Sachenton. Mach das, Doktor, bis später. Gibst du mir bitte eine Info wegen Fallout? Ja, spuck uns voll. Alles klar, danke dir. So viel Möhren wollen wir gar nicht essen. Ich wollte eigentlich nicht so schnell stinken. Aber gut. Sag mal, wie wir kommen denn hier im gelben Gebiet? Martinez. Checo. Ciao. Die Fackel ist so Blödsinn. Fleisch. Genau. Äußerst clever. So, da ist er. 1, 2. Wir triggern auf jeden Fall. Das ist der 8er, dann nehmen wir den. Den triggern wir auf jeden Fall, aber das ist nur ein Reh. Und das, also ein infiziertes Reh, aber mehr als leuchten macht das auch nicht. So, und jetzt kann man vielleicht sogar. Ah, wir gucken mal. Ah, wir werden den holen. Ja, eine Kiste ist schon mal drin. Ah, eine Kiste ist schon mal. Da kann ich schon mal. Wir führen eine Strichliste heute. Rotes Gebiet, eine Kiste. Jawohl. Oh, ein Weihnachtsschmuck. So, Kiste. Okay, gut. Ja, dünne. Dünne, dünne, dünne. Also wir haben weder bei den 240ern Glück, noch bei den anderen. Das brauchen wir beides nicht.
Neuer Versuch. Hey Torbenmensch, vielen, vielen Dank für dein Abo. Vielen, vielen Dank. Richtig geil. Freue ich mich riesig. Wirst du auch belohnt. Ich glaube, du hast jetzt, wenn alles klappt, müsstest du jetzt einen kleinen schwarzen Trabi als Symbol, als Chat-Symbol haben. Später wirst du dann, das ist zu weit weg, später wirst du dann mit diesem Sub auch noch andere Vorteile genießen. Aber vielen, vielen Dank dafür. Ja, ist, man sieht das schwarze Symbol. Geil. Freue ich mich riesig. Schön. Ich freue mich, dass du immer mit dabei bist. So, jetzt müssen wir überlegen. Im Roten ist der Verschleiß zu groß, weil wir einfach zu viele haben, die auf uns drauf rennen. Und wir haben bisher immer nur gehört, dass wir die in gelben Steingebieten gefunden haben. Also suchen wir uns jetzt den kürzesten Weg. Hier hoch sind es 11. Hier runter sind es 13. Also, gehen wir zu dem hier hoch. Weiß gar nicht, muss man da reingehen? Oder. Na, wir gehen mal kurz rein. Nee, freue ich mich riesig. Klasse. Und das sollte uns vielleicht sogar ein bisschen beflügeln, dass wir jetzt diese Figur finden. Das wäre klasse. Das wäre klasse. Und dann gibt es auch gleich ein schönes Set. Weißt du, was ich manchmal denke? Ich mag das. So, neuer Versuch. Es müsste immer Musik da sein. Kai, bis später. Lass es dir schmecken. Bei allem, Schönen was ich Abendbrot. mache. Nehme ich mal an. Bis später, mein Lieber. Die Scheiße ist dann. Also wenigstens nur die Musik da. So. Oh dear. Und an der Stelle, wo es am allerschönsten ist, müsste die Platte springen. Ah, das könnte so doch sein hier schon. Oh. Ja, dann sag mir, wie du heißt. Sofort. Sofort. Sag mir, wie du heißt. Ach, du bist wieder da. So, ich bin wieder da. Ich war kurz weg. Ach so. Ja, Kai, schön, dass du wieder da bist. Oh, Tonja, Toni. Schönen guten Abend. Schön, dass du dabei bist. Herzlich willkommen. Ja, Kai, sag mal an. Die Toni haben wir schon. So, wie kann ich es jemandem hinzufügen? Füg mich einfach hinzu. Das kriege ich schon hin. Hallo Toni, schön, dass du mit dabei bist. Wir machen uns auf die Suche nach der Wooden Figure. Nur gelbes Steingebiet. Nur gelbes Steingebiet. Es hat noch einen Vorteil, dass wir hier vielleicht sogar die Extra Pocket kriegen. Wir gucken. Wir schauen. Wir werden das hinkriegen, Kinders. Wir schaffen das heute. Ha! Wirkt sich das bei dir so schnell aus, ja? Ich kann nur mal essen, was ich will. Ich sehe immer aus wie so eine Bohnenstange. Und wir sind wieder mal nackt. Sie steht drauf. So. Das ist zwar nicht unsere, die wir brauchen. Nach der dritten? Nein! Also erstmal Gratulation, freue ich mich natürlich riesig für dich. Denn wir stellen uns hier echt schwer an. Ganz, ganz ehrlich. Wir stellen uns hier echt schwer an. Da ist er. Das ist er, oder? Scharf bewacht. Nee, das ist der Tisch. Was ist denn der Tisch? Ey, wir wollten nur mal illern. Ja, genau. Clever, wie wir sind. Clever, wie wir sind. Verballern wir hier alles schön. Na klar. Mann, Mann, Mann. Naja, wenigstens gibt es. Wofür
sind die Dinger hier? Ich weiß es nicht. Wenn es einer weiß, was hast du heute noch rausgefunden? Und Toni, wo hast du deine, wo hast du die Wooden, die Wooden Finger gefunden, bitte? Wenn du mir das mal verraten möchtest. Ah, das schaffen wir. Schaffen wir nicht. Schaffen wir. Schaffen wir nicht. Schaffen wir. Schaffen wir. Nee, schaffen wir nicht. Aber, naja. Brauchen wir alles nicht. Ja, ich habe ja gestern auch Dreie gefunden. Oh, wer ist denn hier? Stopp, den wollte ich machen. Komm's ran. Wir essen eine Möhre, das reicht. So, was hat er? Ja, Weffli. Wir haben schon wieder keine Hose an. Kinder, Kinder, wie präsentieren wir uns? So, wo ist die... Haben wir noch Schuhe? Ja. Ich habe noch keinen Hundi bekommen. Oh ja, ich habe gestern Dreie bekommen. In diesen Chests hier, aber eben keine Wooden Figure. Ja, genau. Genau. Wir sind absoluter Profi, was das angeht. In einem roten Steingebiet. Hm. Denn die anderen haben sie im gelben gefunden. Jetzt kommt ein rotes dazu. Ich war gestern so viel in roten. Und eben mal konnte Kai auch sehen, wie wir uns richtig schön... oh, da ist er. Wie wir uns richtig schön unseren Militärrucksack verballert haben. Oh! Wir müssen mal zur Choppy Rino, denn das Handy brauche ich. Wofür brauchen wir die Dinger? Sagt's mir bitte. So, Daumen drücken. Kiste. Ja, ist auch alles drin. Aber den gönnen wir uns, weil es ist einfach lächerlich. Stehen bleiben. Nein. Du kommst noch mal mit, du Hundli. Na, müssen wir Beete machen. Farme schon seit 4 Stunden und immer noch keine Holzfigur. Ja, das ist lächerlich. Das ist ganz ehrlich. Es ist einfach lächerlich. Du hast doch keinen Pullover. Was ist mit euch los? Das geht doch fix. Ja, genau. Das kriegt man eigentlich. Es ist halt... Ist halt dieses verdammte... Diese verdammte Wooden Figure. Das ist echt... Nervig. Der Fuchs. 5 Glocken. Ja, reichen. Hier, wir haben 2. So, okay. Neuer Versuch. Also, ich habe schon 2 Pullover. Die gab es bei mir relativ viel. Aber, so, warte mal. Wir hatten jetzt wieder ein gelbes Gebiet. Ja. Da war eine Kiste drin. Aber... So, wir führen mal Strichliste. 3. Gebiet war das jetzt. Wir walken mal kurz. Hier wollten wir rein. Müsste doch reichen, wenn ich hier rübergehe und wieder zurück, oder? Ja, die meistens haben die tatsächlich nur die Weihnachtsdingerlies.
So, was ist denn das für ein Spiel? Guns of Glory. Wir gucken mal. Wir können hier was aufbauen. Da kommen ganz viele Mannequin, okay. Dann ab. Das Zelt drauf. Fertig gemacht, okay. Ja, sieht ein bisschen verpixelt aus. Aber die bauen da alle gleichmäßig. Jetzt ist das Haus dran. Da hinten steht eine Windmühle. Da kannst du irgendwie was ernten wahrscheinlich. Ja, man sieht aber nicht, wie das Spiel aussieht im Ingame. Kein einziges originales Spielbild drin. Würde ich mir jetzt niemals auch nur in den entferntesten anklicken. Muss ich euch mal sagen. Aber wir können dadurch zurückrennen. Juhu, ich habe nichts in der Weihnachtskiste. Ja, eine Leere hatten wir heute auch schon. Aber noch kein Zombie. Mal gucken, wie es jetzt aussieht. Ach, ich beneide euch. Ich beneide euch, die, die jetzt schon so ein Ding haben. Machen wir doch einen kleinen Tick leiser. Ich beneide euch. Hier, die haben das meistens. Overbottom. Ich liebe es. Ich liebe es. Mach doch erst den. Der spuckt dreimal. Wahnsinn. Ja. Hier in den hier sind Glocke. Oh, zwei Kisten. Da ist die. Ach, die ist ein bisschen größer. Guckt mal. Okay. Wieder eine Kiste. Oh, wieder was drin. Aber wieder kein Glück. Okay, Kiste Nummer 3. Ist schon ein bisschen im Marting. Vierte Kiste insgesamt. In der dritten war was drin und wir wurden nicht belohnt. Wir wurden nicht belohnt. Was machst denn du hier? Ja, Kai, also in diesen Weihnachtszombies und in den Deers ist das drin. Warum setzen wir uns eigentlich auf das Moped drauf? Da findest du die eigentlich recht gut. So, wollen wir mal gucken, was jetzt für eine Werbung kommt? Oh ja, die haben wir in letzter Zeit sehr oft gehabt. Es geht hier um Star Trek. Sieht erstmal sehr ansprechend aus, wenn man auf Weltraum steht und auf ein bisschen Galaxie. Und Star Trek kennt man ja auch. Jetzt der Fachmann, ich jetzt nicht. Ich habe die alle nur einmal gesehen. Also Star Wars alle einmal gesehen. Meine Mutter hat früher im Raumschiff Enterprise geguckt. Ja. Aber auch hier, man sieht nur ein Video, keine Spielanimation. Was man vielleicht für Funktionen hat, was man machen kann. Du hast die Kontrolle, habe ich immer, egal was ich mache. Star Trek Fleet Command.
Mal gucken, was jetzt kommt. Oh! Ein bisschen verpixelt, erinnert irgendwie an Age of Empires 2. Ihr scheint ein Ritter zu sein, findet 10.000. Der nächste Punkt ist immer vorgegeben. Sieht relativ schnell. Endgegner, ganz viel Gold. Escape und Fight. Okay. Karten, Spielfeld, Strategie, Adventure-Strategie, Victory. Und 1 Million, 10 Millionen. Und es blitzert. Und wir haben keine Ahnung, was es genau zu tun gibt. Alles klar. Prima. So. Man muss Gebiet mal wechseln. Vielleicht haben wir mehr Glück, wenn wir das Gebiet wechseln. Aber im Roten habe ich schon zu viel geguckt und gesucht. Und es kann nicht so schwer sein. Zumal wir brauchen ja mindestens einen mal für den Weihnachtsbaum, ja? Also, es ist ja nicht so, dass man jetzt damit eine M16 freischaltet. Was jetzt diese Suche rechtfertigen würde und dieses viele Werbung gucken und alles. So, jetzt haben wir jetzt eine Werbung, da tanzen sie und verdiene Geld beim Spielen. Okay, das ist natürlich erstmal sehr verlockend. Inwiefern? Klasse. Haben wir jetzt schon die Toni und den Kai. Wir wollen nicht aus dem Spiel rausgehen. So, wo sind wir? Wer sind wir? Wir müssen rein. Weiter geht's. Komm. Versuch Nummer 6 insgesamt. Das 5. gelbe Gebiet. Und wir haben bisher tatsächlich auch schon 5 Kisten gehabt. 4 war was drin. Eine war leer. Aber noch nie. Die Julie färbt halt überall ab. Ein Glück sieht die das nicht. Völlig in Ordnung. Da kommt schon jemand angespeikt. Junge. Wir gucken gerade hier in die Reisetasche. Super, Kai. Das freut mich riesig, dass du das rausgefunden hast.
Bunkercode. Ist unser aktuell? 81481, ja. Julie ist schuld. Hier. Hey, Pupsi. Ja, ist er. Das weiß er auch. So, die müssen wir nicht machen. ...85% haben wir. Hier ist ein Dicker? Nee. Das wäre natürlich, wenn der Kai sagt, wir finden die auch bei den Dicken. Schnell. Aber ich habe schon so viele Dicke gemobbelied. Da war nicht dabei. Oh, hier. Da. Ah, die sieht... Ja, das ist... Neuer Versuch. Wieder eine Kiste. Wieder alles schön und geil, aber alles ist da drin, nur nicht das, was wir brauchen. Nur nicht das, was wir brauchen. Ärgerlich. Hier ist auch kein Dicker. Nee. Up, up, up. So, machen wir mal eine Liste, einen Strich. Es war eine Kiste drin, Nummer 5. Okay. Aber wieder nicht das, was wir wollten. Eine Energie fehlt nur. Na, da walken wir ganz kurz, komm. Da gönne ich euch, da erspare ich euch das eine Mal Werbung fix. Das Spiel mobbt mich schon wieder. Dich mobbt das schon wieder. Das ist doch eine schöne Möglichkeit, wenn man hier nicht so viel vernetzt ist oder so, dass man hier mit anderen auch kommunizieren kann. Cool. Also ihr geht hier oben neben dem Zahnrad, geht ihr hier drauf und schon habt ihr eure ganzen Übersicht, Community-Übersicht. Kein Heelszeug. Kranker Wolf, kein Heelszeug. Ja, prima. Ist ein paar Bohnen. Mit Full Army und Machete. Na geil. Das hattest du gestern schon. Ich hoffe, dein Militärrucksack Nummer 45 ist nicht weg. Und noch ein zweiter kranker Wolf. Na prima, da hast du ja auch echt gewonnen. So, los hier, komm. Das hier ist auch stark übertrieben, hä? Also ganz ehrlich. Stark übertrieben. Habt ihr euch was gekauft? Also, Stopp. Von den neuen Sachen hier, hiervon, habt ihr euch was gegönnt? Habt ihr euch was geleistet? Macht da was Sinn für euch? Ich habe mal durchgeguckt für mich. Klar, die Baupläne hier, aber jetzt ganz im Ernst. Brauche ich nicht. So Superstar-mäßig bin ich jetzt noch nicht unterwegs. Und die Erfahrung hier, ja, das ist natürlich okay. 2,19 € würde 1 kosten, zu 50% vermindert. Also wenn man auf Erfahrung steht, das lohnt auf jeden Fall, aber kriegst halt immer einen Militärrucksack dazu. Ich finde es doch schon ein bisschen übertrieben. So. Haben wir uns einen runtergelabert. Gehen kurz zurück. Jetzt gucken wir uns schnell noch die Werbung an. Das ist die schönste Werbung von allen, ihr Lieben. Denn weder Bild noch Ton funktionieren hier. Das Produkt würde ich kaufen. Das finde ich super präsentiert.
zeigt ganz klar die Vorteile. Ja. Prima. Ich weiß, ich habe noch nie rausgefunden, was das sein soll hier, welches Spiel das sein sollte, könnte. Wir betrachten uns gerade Werbung, mein Hase. Ja, da kann ich schlecht meinem Chat folgen. Ja. Bist du schon in einem Clan? Du hast ja dieselbe Farbe wie ich, das ist ja furchtbar. Ja, ich kann aber auch rausgehen, sollte ich einen für uns machen. Also Kai, da ich tatsächlich noch keine Ahnung habe und soweit auch wirklich noch nicht bin, Oma Elfriede braucht da echt noch, auch was Sektor 7 angeht. Irgendwann vielleicht mal, ja, aber das heißt nicht, dass du deinen aktuellen verlassen oder hintergehen oder sonst irgendwas sollst. Du kannst ganz entspannt drinnen bleiben. So ein High-Performance-Gameplay, dass man dann wirklich auch, wenn der Multiplayer richtig installiert ist, auch mal uns messen, das dauert noch ein Weilchen. So, aber, also Kai hat gefragt, ob er einen neuen machen soll. Irgendwann möchte ich schon gern mal einen haben oder in einem sein. Auf jeden Fall. Aber wenn du dir die anderen anguckst, jetzt mal unabhängig der ganzen amerikanischen, wie Dausa oder den anderen, hat ja auch Gerlinde in einem, wo der wirklich tatsächlich versucht, nur mit denen drin zu sein, die aktiv jeden Tag und spielen und dann auch ein bisschen Leistung bringen. Ne? Und so ist es ja bei uns noch nicht. Weil ich habe ja nicht auf Vorrat, wenn ich meine Kisten gucke. Und wir haben ja noch nicht hoch und auf Base und alles. Okay. Achso, warte mal. Wir wollten mal. ...86% haben wir an Erfahrung. Wir werden immer so 1-2 kriegen, weil wir ja so viel nicht machen in den Gebieten, wenn wir hier drin sind. Wir hauen ja nur 1-2 Mobilis. Und da gibt das dann auch immer nur einen ganz, ganz minimalen Prozentsatz. Jetzt kommt 2 gleich an, na prima. Da brauchen wir uns weder nach links noch nach rechts stellen, genau. Denn die spucken, wie sie wollen. Ja, spuckt mich beide an, genau! Stehe ich drauf. Ich hasse die Dinger. Ganz ehrlich, ich sollte mal verbieten. Ich glaube, ja klar, anschleichen bringt ja auch schon gar nicht mehr. Nee, ja, das ist ja wegen dem Raiden mit den Wänden. Aber es gibt ja noch keine Vorteile oder irgendwas von den Clans oder so. Und deswegen sich jetzt da schon die Mühe zu machen. Ja, wir stänkern halt gerne rum, ne? Omili. Ja, komm bitte. Komm noch an. Komm. Ja. Spuck uns voll. Jagermord. Ey, was machst du, klar? Nein! Alter! Verpiss dich. Komm, den holen wir noch. Ganz, 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 ganz blöd. Da ist er. Da ist er. Noch eins. Wir haben schon 2. Oh, schnell, bevor einer kommt. Letztens kam Bleblubli an. Und ich hatte noch ausreichend, aber ich war gerade erst hier vorne. Na, seht ihr? Glück gehabt. Wenn dann nämlich ein kranker Wolf kommt im roten Gebiet, da seid ihr echt angearscht. Wirklich. Ja, aber, also nach Tierchen brauchen wir jetzt nicht mehr. Weil die rennen weg. Wir paddeln hier eins rum. So, nichts. Okay, die ist tatsächlich komplett leer. Die zweite leere am heutigen Abend, ihr Lieben. Gucken wir mal noch hier rein. Your inventory is full. Ja, das ist schön.
Gut. Wir müssen mal nach Hause. Da werden wir uns aber noch ein bisschen was einpacken, dass sich das Ganze auch lohnt. Dass wir nicht leer gehen. Eins bräuchten wir noch. Hat sich voll gelohnt. Inwiefern hatten sich's gelohnt, Kai? Wie lohnten sich das? Also wie wirkten sich das aus? Im Sektor 7 meinst du? Okay, gut. Dann gehen wir mal zurück und duschen. Mal gucken, wie viel Gelumps wir haben. Nee. Ach so, ja. So. Ja, einmal gucken wir noch. Oh, was ist das? Schön. Sieht ja gefährlich aus hier. In Form eines Drachen. Ein UFO. Und wir sind wieder bei Star Trek. Na prima. Und das ist ganz beschissen. Das sage ich euch jetzt mal so, wie es ist. Weil die Werbung ging wie viel? 10 Sekunden? Ja. Wir machen die weg. Und dann hat das aber nicht funktioniert. Ärgerlich. Die Grünen geben gar keine, ne? Gar keine Weihnachtskissen. Da brauchen wir gar nicht reingehen. Gleich mal die Hundlis füttern. Ah, die brauchen wir ja nicht. Ja, Hundis, ich komme schon. Ich komme schon. Guck mal. Oh. Für 6 Stunden habt ihr entweder. Supi. Da freuen die sich. Grün gibt's nichts richtig. Schade. Warum hatte ich die gesammelt? Hatte ich da eine Modifikation für? Hatte ich nicht. Ah, die muss ich mal machen hier. Oh, ein Cupcake. Super. Lecker.
die gibt ein bisschen Stabilität und das gibt auch nochmal Stabilität, gar nicht so schlecht. Oh, ja, da müssen wir mal 3 machen. Was haben wir hier noch? 50. Gummiteile. Gummiteile. Machete haben wir leider noch gar nichts. Das ist halt echt ärgerlich, weil das meine Lieblingswaffe ist. Hammer brauchst du für alles. Och. Das kann man sich vielleicht auch mal ein bisschen verbessern. Da könnte man das Paddel auch mehr nutzen. Hier, noch mehr Haltbarkeit. Okay. Das müssen wir irgendwann auch mal in Angriff nehmen. Ja, aber anscheinend die Räder. Wir haben halt auch kaum was, das muss man natürlich immer dazu sagen. Das ist automatisch mit dabei. Da kann man auch, wenn man überhaupt nichts hat und hat die Aufgabe Überlebenshandbuch, das einfach rausnehmen und wieder reinnehmen. Das finde ich ganz cool. Das ist natürlich sehr nice hier. Okay, und die Glock? Haben wir auch noch nichts. Noch ein was. Verlängerter Schaft oder Lauf. Okay, aber also die Dinger brauchen wir tatsächlich für nichts momentan, außer vielleicht für einen Recycler. Und die Kiste ist schon wieder brechend voll. Tutto completo. Na super. Na super. Tja, wo tun wir jetzt das hin? Erstmal das mobile Endfunkgerät wegpacken. Das sammeln wir, weil das gibt uns dann diese. Ja, ihr seht, ich habe ein bisschen umgeräumt. Ich muss mich selber erstmal ein bisschen. Hier, guck mal, beim letzten Mal Farm. Ganz, ganz großes Kino. Haben wir noch einen rausbekommen. Bisschen Begeisterung machte sich breit. Super. Also, das haben sie echt versprochen und noch eingehalten. Was? Volle Dinger? Innen vollen? Na, ich wollte nur gucken, ob du auch aufpasst, Kai, und aufmerksam dabei bist und bleibst. Wirklich, habe ich das gemacht, ja? Dann gucken wir mal gleich. Ja, das reicht noch nicht hier. Brauchen wir noch nicht ins Gebiet. Da gucken wir doch gleich mal, ob der Kai recht hat. Oh. Oh. Ah, Klebeband oder so brauchen wir doch für irgendeine Mod, oder? Komm, wir gucken mal. Bei Klebeband haben wir jetzt gerade echt viel. Dann gucken wir doch mal. Wir können ein bisschen Klebeband verballern. Den machen wir erstmal nicht. Der Speed ist natürlich schön, aber das braucht richtigen Kleber. Aber den haben wir ja auch. Fünfe packen wir mal da rein. Weil Speed ist immer gut. Bum, 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 bum. Okay, mehr haben wir aber nicht. Ich gucke gleich keinen Moment. Das ist natürlich geil. 20, wir haben 7. Ja, da haben wir auch genug. Das werden wir auch auf jeden Fall bauen. Dann ist das nicht verschwendet. Das nimmt ein bisschen Speed runter. Aber hat einen erhöhten kritischen Schaden. Okay. So, die AK. Der ist natürlich mega geil, aber auch hier brauchen wir keinen Kleber. Und für Nicht-Kleber! Hier brauchen wir Kleber. Nee. Brauchen immer. Also, wir brauchen Kleber, aber kein Klebeband. Ach, das kann sein, dass du das Klebeband für die Waffen hier unten brauchst. Da. Zum Beispiel. Ja, kritische Chance erhöhen.
Das ist natürlich geil hier. Ein Stockli. Das Paddel. Wir brauchen alles nicht das, was wir ausgeben wollen. Doch, hier. Und das ist einmal... Leider sehe ich die anderen Mods nicht. Aber das ist doch deutlich besser. Da brauchen wir doch nicht das hier, sondern nehmen wir doch gleich das. Weil das gibt dir eins und das gibt dir zwei. Und ist sogar fast günstiger. Wir müssen die mal verballern. Wir haben so viele. Okay. Hier haben wir leider nichts. Hier auch nicht. Ne, die Gummiteile geben wir nicht aus. Hier. Triple die 1. 2. Plus 1. Damage ist natürlich immer schlecht. Kritischer Schaden wird verbessert. Das brauchen wir ja. Aber das wirft nicht ab und deswegen werden wir das nochmal hier reinballern, dass wir jetzt noch ein paar loswerden. Prima. Da haben wir doch wieder ein kleines bisschen Platz. Super. Sind wir hier auch voll. Und ich hab doch erst... Muss doch hier rein. Stopp. Wir kriegen es zwar nicht ganz synchron hin, aber... Gleicher Anteil. So, oh, was ist das denn hier? Wollen wir das mal nehmen hier? Ich warte mal noch, bis ich die auch hochziehen kann. Nicht, dass wir das jetzt machen und dann... Vergesse ich's. Regenfänger. Regenfänger, richtig. Risch. Ja, 20 Flaschen in den Regenfänger, na prima. Super. 10, 10, 2. Da könnte es scheitern. Nee. Ja, lohnt auf jeden Fall. Kai, du hast recht mit dem Regenfänger.
Absolutely!
War was drinne, ja, aber auch in der siebten Kiste sind wir nicht erfolgreich. Seht ihr hier irgendwo den Dicken stehen? Okay. Muss man jetzt nicht verstehen. Also der Loot liegt hier. Hier lag der Loot. Und die Leiche ist aber, jetzt wird mal geschätzt, fühlte 60, 65 Meter. Hier. Mega. Der hatte einen Fuchs dabei, Jimmy. Der wollte nicht, dass du ihn bekommst. Von wegen. Von wegen. Nicht das mit Fuchs.
Sehr gut. Na, im Gelben reicht halt auch immer dann nur für Golfschläger. Wo ist das Ding? Die ist zu klein. Da ist sie. Da ist sie. Und wir stinkern schon wieder. Wir stinkern schon wieder. So, neuer Versuch. Und es ist ein Zombie drin. Das erste Mal, dass ein Zombie drin ist. Okay. Machen wir uns einen Strich auf der Liste. Okay, neuer Versuch. Ja. Hier nehmen wir natürlich noch zwei, drei mit. Ah. Haben wir hier noch was Schönes. Ach, wir haben kein Glück. Wir haben kein Glück. Daniel, do you have this wooden figure, this fox, to complete the Christmas tree, or to buy or to trade the flare gun? We are on search, but we don't find. Nice to see you. Hey, 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 hey. Hey, how do you make the tree? Yeah, that's a very good question, Omega. Because I can't complete the tree. We are searching this wooden figure since yesterday. And we didn't found any of that figures. Kai had found one, also Tonya, also one, two other players I'm connected with. But it's very difficult. And yeah, we search and search and search. So I search and search and search. I don't find. Now we are the 10th time in a row in the yellow zone, and we had already 8 chests, one zombie, and one time it was empty. So let's look. Look on my So I look a video here. Somebody explains how to find these wooden things, but yeah, see, okay. Okay. He got one from the play blue, please, from the big one. What was the English word? Blazer. Yeah. No, it's a normal. It's no trick. But I watched a guy, and he killed the second one. He killed had the wooden things. Oh, one. We have to make a little break because my neighbor is here. He wants to give me something for my work. So 5 minutes break. We will see us in 5 minutes. So
Bis gleich, ihr Lieben.
wieder keinen Erfolg gehabt, ihr Hasen. Aber aufschreiben in der Kiste war ein Puppy. Kai, du hast gesehen? Der erste Puppy. Metal pipes are more time. Gesehen, Krogos, so I love them. Ja. Absolutely. So, okay, wir stinken, wir haben nicht an. Könnten eigentlich nach Hause.
Das stimmt gar nicht. Also Quatsch. Ich habe den Wandglitch in der Farm gemacht. Den haben sie aber auch an dem Starttor ein bisschen angepasst. Aber er ist möglich. Aber du musst dich jetzt leicht versetzt hinstellen. Das ist ungewöhnlich. Aber wenn du es weißt, ja, also der funktioniert noch. Na, davon lebt es doch. Davon lebt es doch. So, da haben wir wieder ein paar. Prima. Sehr schön. Ist immer noch Reflex, hier drauf zu gehen und das Survival Book anzuklicken. Na, am Starttor. Der Wand nicht. Also beim Farmglitch gab es drei. Einmal mit der Chopper am Anfang über, ohne dass die Brücke fertig ist, konntest du rübergehen und außen rumlaufen, zwei, drei Kisten looten. Ganz hinten der Raum, neben der großen Scheune links, wo auch manchmal ein Papi drin ist, wo du das Beil brauchst, kommst du von der Rückseite ran. Da kamst du von der Rückseite ran, nehme ich mal an. Konntest durch die Wand glitschen. Und der dritte war, dass du. Was war der dritte? Ach ja, dass du mit der Kiste durch die Wand kommst, um die Chopper leer zu räumen, ohne dass sich das Tor öffnet. Das waren die drei Farm-Glitches. So. Und die Omi macht sich nackig. Wir machen jetzt was Schönes zwischendurch. Kleines Intermezzo. Obwohl, wir lassen Schuhe an. Die fühlt sich sonst ein bisschen. Nacksch. Ja, ich meine den Wandglitch aber mit der Farm, dass der Mobili hier steht und du dann immer so machst. Na, also, weißt schon. Wir wollten doch diese Zahnräder nicht mitnehmen. Okay, was nehmen wir mit? Wir ziehen uns einmal festlich an. Oh, passt genau. Super. So, aber diesmal nehmen wir uns was zu essen mit. Und was einen Schluck zu trinken. Denn sonst jammert die wieder rum. Okay. Denn wir wollen jetzt eine Runde Snowboarden. Ja, meinte ich doch, den Wandtrick. Aber den haben sie auch ein kleines bisschen angepasst. Eine Weihnachtsmütze wäre noch schön. Gibt es eine Weihnachtsmütze? Ganz ohne Waffe fühle ich mich ein bisschen unwohl. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, sieht schon ein bisschen sexy aus, wenn die hier so eine Knifte in der Hand hat, oder? Na bitte. Sieht süß aus. Finde ich niedlich mit den Elchen hier. Obwohl, stopp, nee. Sieht überhaupt nicht niedlich aus. Wir haben immer noch keine. Es ist ein Hexenwerk, das Ding zu bekommen. Noch keine Wooden Ficker. So, stopp. Wir düsen los. Wo hast denn du die Mütze her? Kai, wo hast denn du die Mütze her? So. Knuffeln wir los. Wir können ja wieder drei Rennen machen heute. Rumfahren bei Event. Darius, na Mensch, was ist denn hier los? Was verschafft uns denn die Ehre?
schön, dass du reinschaust, Darius. Freue ich mich. Ich würde dir gerne Kuchen anbieten, aber... Hier. Hier zwei für den Weihnachtsbaum ein. Lächerlich. Lächerlich! So. Sammeln wir mal die Bärlis ein. Don't waste your time. Ja, ist richtig. Wir werden gleich eine Runde Schneemobil heizen. Schön, dass du reinschaust, Darius. Hier, die ist noch zu. Aber die Boys und Girls hier, die sind schon richtig geil. Ja, du musst konzentriert bleiben, Darius. Aber schön, dass du reinschaust. Hier, die sind schon richtig geil, die beiden. Die wollen unbedingt gegen die Oma gewinnen. Und ja, ich würde sagen, wollen wir doch mal gucken, ob sie gegen die Oma eine Chance haben. Wir treffen. Na, gestern haben wir 9 Rennen gemacht und 5 gewonnen. Wir mussten uns erstmal ein bisschen einfahren. Aber dann, als wir es einmal raus hatten und die Linie hatten, dann ging das echt gut. Und da war es auch, zweimal war es verbuggt. Hängen geblieben. Noch Runde 1 ist spannend. Komm, gib Gas. Wir müssen das wieder rausholen. Zu eng ist nicht gut. Uns ist nicht gut angestellt. Naja, für die erste Runde ist doch spannend. Nicht mich anhubbeln. Scheiße. Du verlierst da... Jawohl! Nein! Du verlierst dadurch... Oh, meine Karre ist gleich kaputt, wenn der mich weiter anbubbelt. Oh, ich hatte schon Rennen. Da bist du ganz gemütlich vorne weggefahren, ja? Oder hinterher. Und jetzt, das ist ja hier ein Kampf. Letzte Runde. Und ich glaube, unsere Maschine ist fast kaputt. Der darf uns nicht nochmal anhitten, der Heinz hier. Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Innen bleiben. Einmal außen. Und dann hier die Versuche. Oh, nicht anhebeln lassen. Also, oder nicht anhebeln, weil die... bringen euch echt aus der Bahn. Und, ich habe meine... das wird nochmal spannend. Wird nochmal spannend. Wir machen es nochmal spannend. Innen bleiben. Komm, 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 komm. Gerade so. Kampf. Das erste Rennen war Kampf. Aber wir haben gewonnen. Prima. Super. Aber die Karre ist gleich kaputt. Das Problem ist, ich glaube, die... Wenn wir die jetzt nochmal nehmen, dann... Schaffen wir das nächste Rennen nicht. Ja, mal gucken. Ja, Rennen Nummer 1 ist gewonnen. Gibt's jetzt schon Champagner hier, Hasi? Nee? Huh, na, darauf gibt's Bärli. Nächstes Rennen, los geht's. Three, two, ohne und go. Ja, wir kommen gut weg. Das erste hier am Anfang ist halt immer die Schwierigkeit, wenn der einmal hier an euch rankommt. Ja, oh, sehr gut. Sehr gut. Innen bleiben. Außen. Die Kurve kommt sehr spät hier hinten. Da verschätze ich mich oft. Schlage ich sehr spät immer ein. Oh, schade. Oh, wir haben uns verbremst. Ich dachte schon, jetzt wird es perfekt. Aber da haben wir wieder ein paar Millisekunden verloren. Und da gehen wir jetzt mit ein bisschen Stress in die letzte Runde. Aber die Oma, ja, die ist schon alles gefahren. 1901 hier mit noch schön. Herrlich, mit dem Zweitakter vom Horsch. Außen, 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 außen. Ich sag's noch, sag mal. Aber es reicht, guck mal. Das reicht. Die Konkurrenz hat keinen Bock mehr.
Zweites Rennen, zweiter Sieg. Super. Yeah! Hallo Julie! Grüß dich! Herzlich willkommen! Back! Warte! Ah, ich kann dir nicht winken. Schade. Zwei Rennen, zwei Siege. Congrats! Vielen Dank. Danke, 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 danke. Ja, danke, danke. Das ist lieb. Danke, danke. Okay, Nummer 3. Rennen Nummer 3. Kann die Oma die Geschwindigkeit halten? 2, 1 und Gas. Ja, sie kommt gut weg. Na, der Gegner lenkt schon ein, der will uns schon. Siehst du, der bubbelt uns schon an. Jetzt wird es gefährlich. Innen bleiben. Ja, oh, gut gemacht. Super. Die ersten zwei Kurven, wenn ihr die habt, dann könnt ihr den Rest des Rennens entspannt fahren. Wenn ihr konzentriert fahrt. Und nicht gegen die Wand. Oh ja, die war fast perfekt. Einmal kurz Schnee aufgekommen, aber okay, Runde 1. Kommen wir zu Runde 2. Hätten wir besser nehmen können. Innen bleiben. Und das ohne Handschuhe und ohne Mütze. Respekt. Oh, was ist denn hier? Okay, er hat also gar keinen Bock mehr. Das ging mir früher bei Autorennspielen immer so, dass da auch manchmal einer stecken geblieben ist. Aber einer fährt hinterher, oder hat er sich jetzt rumgedreht und könnte uns in der letzten Runde gefährlich werden? Weil die haben immer einen Speed drauf, wenn die in die Kurven kommen. Sehr schön. Super, super. Innen bleiben, ja. Reicht, außen. Jawohl. Oh, schön geschmeidig. Oh, geil. Das reicht. Der steht dort, ne? Der hat echt keinen Bock mehr. Also der hat jetzt gesagt, okay, ich habe keinen Sprit mehr. Und wir fahren mit Runde 3, mit Rennen 3 zu Sieg Nummer 3. Ja, bitte. Ich sag doch, das fetzt. Das macht Spaß, das macht Laune. Das, ui, das ist schön. Puh, amazing. Ah, ich dachte, du wärst immer stecken geblieben. Ah, jetzt muss ich mich kurz konzentrieren. Hallo Kinky, hey, hey Kinky, nice to see you, Kinky. Könnte Chrissy sein, ja. So, wir haben 3 von 3 Rennen gewonnen, Kinder. Und damit dürfen wir die Kiste aufmachen. Das ist spannend, atemberaubend, actionhaltig, nur Blödsinn. Aber, was heißt denn nur Blödsinn? Oh! Oh, die sieht aus wie so mit den roten Haaren nach vorne. Ich weiß nicht, wie sie heißt, aber im Fernsehen habe ich die schon mal gesehen. Sieht auch ein bisschen aus wie die eine aus... Naja, wurscht. Scheißegal. So, okay. Das war jetzt ein bisschen aufregend. Okay, wir haben das ja eh nur während des Events, aber die Hose, die habe ich nur eine. Die will ich nicht vermehren. Oh, weißt du was? Hui, hui, süßer Kleiner. Ja, Finnland ist... 1 hour in front. Komm raus hier. So, Kinky. Have a nice night. Have a good start in your day tomorrow. Yes, Julie changed her name a little bit. And she also has a beautiful, nice canal. So you have to see it. Okay, nicht lang schnacken. So, wieder ein gelbes Gebiet, Nummer 11. Mal gucken.
Die Mütze behalte ich. Die behalte ich. Danke, Julie. Vielen, vielen Dank für den Cheer. Für die Bits. Nummer 15. Genau so ist es. Nummer 15. Ehe ich gecheckt habe, dass es eine Reihenfolge ist, Julie. Ja. Vielen, vielen Dank. Oh, 99%. Da werden wir doch gleich hoffentlich noch mit einem Fähigkeitslevel abbelohnt. Super, Julie. Vielen, vielen Dank. Da ist der Dicke. Und deswegen haben wir haben ja ein bisschen Knifte. Mal gucken, ob der Klaus was mit hat. Eine Glocke. Eine Glocke. Na prima. Na prima. We have dancing in school tomorrow. Wow. Was ist Cheer? Es gibt hier ein Cheering-System sozusagen. Da kannst du den Streamer, jeden Streamer, der 50 Follower hat und das einstellt, das ist die Grundbedingung, dass du zwei, drei Grundaufgaben erfüllen musst als Streamer, bevor du das nutzen kannst. Der steht aber weit draußen. Das ist ja auch ein NPC. Oh, jetzt. Hockey gegen Golf. Ich bin gespannt. Na, ich führe. Und wir gehen los. Ey, ey, ey. Ist doch lächerlich. Es ist lächerlich. Und wenn du in den Chat gehst, da steht dann so ein Bit-System und die Bits kannst du kaufen bei Twitch. Da war mal ein Angebot. Da habe ich auch mal welche geholt, 1000 für 10 Euro, also sozusagen ein Bit ist 1 Cent und da kannst du von einem Cent bis, ja, so viel wie du eben ausgeben möchtest, deinen Streamer geben, ohne dass du richtiges Geld gibst, sondern du gibst ihm dafür eben diese Bits. Das ist einer der Wege, auf die du deinen Lieblingsstreamer oder deine Streamer unterstützen kannst, ohne dass du jetzt zum Konto rennen musst und Geld abheben musst oder irgendwie. Und die Julie zum Beispiel, wenn man da mal guckt, die hat schon einmal 100 gecheert und hat jetzt schon dieses Abzeichen in lila. Außerdem hat sie ein Abo dagelassen. Hey, hat sie ein Abo dagelassen, hat sie diesen Trabi gekriegt. Das sind dann auch kleine Belohnungen für die Leute. Ach na los, komm, wir nehmen hier. Komm, mach. 100%? Das muss wohl 0 sein, oder was? 100 reicht wohl nicht? Ich dachte bei 100... Aha! Es ploppt auf. Prima. Na, die Extra-Tasche wäre doch so super, 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 super. I'm very, very well. Ja, das ist Quatsch. Ist alles eine Übungssache. Ist alles nur eine Übungssache. Selbst beim Tanzen, wenn man stocksteif ist. Das. So, stopp. Hier. Hier, die wollen wir, Kinders. Wenn wir heute schon gar kein Glück haben. Oh, sie ist... Ist er kurz stehen geblieben. Aber schade. Oh, schade. Okay. So, hier, wir haben fast das Wesentliche vergessen. Na, klasse. Okay.
Erstmal einen Strich machen. Ein Zombie. Der zweite Zombie. Gut, noch ein Versuch. Schlaf schön, Kinky. Good night, Kinky. Greets to Finland. So. Okay, hier hoch war es nicht so teuer. Also es ist ein Mysterium, wirklich. Aber ich weiß nicht, ich muss Käfer wahrscheinlich mal anschreiben. Ich habe ein Video gesehen. Da ist er in so ein Gebiet gegangen hier. Das war hier ein Holzgebiet, ein gelbes. Einen zweiten großen, den der kaputt gemacht hat. Einer drin. Runzen schreibt mir gelbes Gebiet. Kai, gelbes Gebiet. Tonja, rotes Steingebiet. Oder Toni. Rotes Steingebiet. Gelbes, rotes. Und mit dem roten, da ist dauerhaft der Verschleiß zu groß. Deswegen machen wir immer das Gelbe. Aber die Wahrscheinlichkeit wird dort nicht höher sein. Okay. Ja, zwei, dreimal probieren wir es noch dann. Vielleicht soll es dann auch nicht sein, dass wir unseren Weihnachtsbaum fertig kriegen. Da kommt halt bei uns keine weihnachtliche Stimmung auf. Das ist dann auch Resultat der letzten Jahre, dass wir so ein bisschen Weihnachtsmuffel waren wahrscheinlich. Das Spiel hat so ein bisschen das Yin und Yang unter Kontrolle. Ne, wie sagt man hier? Das ist so... Mein Karma ist das. Ja. Ne, Julie, ich habe das Ding immer noch nicht gefunden. Wirklich nicht. Und das ist nicht lustig. Ich weine. Also das ist kein Lachen. Das ist Weinen. Ja, ich habe halt schon einen geilen Adventskalender. Das stimmt. Richtig. Doch. Und wenn ich mir die Flairgun davon holen möchte. Ganz im Ernst. Das Spiel möchte mich verarschen. USB-Stick. Mr. Lamy. Oh, jetzt haben wir getriggert, weil ich gelesen habe. So, Klaus. Reicht sogar noch die Knifte. Ums Moped rum. Wieder nicht. Wieder nicht! Das ist ärgerlich. Das ist ärgerlich. Im vierten Türchen war ein Twix drinne. Spekulatius-Geschmack. Ich verrate dir, es war eine Explosion für Jimmys und auch für Chris Gaum, der ja gestern mit dabei war hier. Einfach geil. Wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist wichtig hier, aber komm. Aber zu wenig. Ich wollte es jetzt nicht so sagen, ja. Das war leider nur eins und es hat so gemundet. Ich habe mir eine Twix-Dings. Ah, wenn man vom Teufel spricht. Geil. Ey, Dicker. Schön, dass du reinschaust. Ich habe mir die eine Stange versucht, durch die Nase zu inhalieren, dass ich viel davon habe. Aber drei Bissen. Und dann war diese kleine, niedliche, super lecker, geile Stange schon weg. Klingt jetzt irgendwie auch ein bisschen pervers. Aber es war wirklich, also wenn ihr mal das probieren wollt, holt euch mal so einen Twix Spekulatius. Absolut lecker. Absolut lecker. So. Einmal noch. Ein paar Minuten haben wir noch. So, stopp, was war denn der Kiste jetzt drin? Ein Zombie, ne? Hab ich schon oft geschrieben, ja. Okay. 12. Mal.
Ja, absolut, Toni, absolut. Hast du vollkommen recht, die schmecken richtig geil. Nicht nur besser, sondern geil. Absolut. Da ich wirklich viel Süßes kenne und auch esse, sind da wirklich ein paar Sachen drin, die ich so noch gar nicht auf dem Schirm hatte. Ich habe so meine 5, 6 Sachen, die ich liebe, ja, und Toffifees, die inhaliere ich. Aber da sind ein paar Sachen drin, wo ich sage, Mensch, die würde ich mir dann vielleicht auch mal selber holen. Also schon ganz cool. Oh, hier auch schönes Labyrinth aus Holz. Gibt's nur am besten. Komm, du stehst so alleine hier.
Okay. Raus. Ohne Santa Claus. Ist echt ein Graus. Ich halt's nicht mehr aus. Hier müssen wir jetzt gleich raus. Wir können auch Fallout dann ein bisschen streamen, ja, aber ich werde halt meckern. Können wir machen. Wir können dann auf Fallout gerne umschwenken. Ist keine schlechte Idee. Ach so, nee, ich dachte, wir spielen jetzt Fallout zusammen. Hat man das nicht vorhin mit dem... Der Doktor hat schon geschrieben, das Update ist geladen, wir können. Ich will nur noch die Energie, die ich habe hier ein bisschen verbraten und er wirft nichts ab. Nichts. Nichts.
Okay, noch ein Versuch. Bis 24, oder? 23. Noch was. Ja. Naja, Viertelstunde passt. Können wir gerne machen. Denn ich gehe jetzt hier noch einmal hin und zurück. Das sind 22 jeweils. Also ich kann noch dreimal insgesamt gehen. Viermal. Also zweimal können wir noch. Und das passt dann. Aber wenn du lieber alleine mit dem Doktor sein willst. Aber mit dem Doktor spielt sich gut. Der sehnt sich nach mir. Der sehnt sich eher nach dir, glaube ich. Aber wir können gern zu dritt spielen. Es gibt ja 200 mehr. Da kommt zwei. Ja, spuckt mich an. Rotzt mich voll. Und dann eine Bunkerkarte Alpha. Eine Klasse. Kommt der nächste. Gelben Gebiet. Ist ein bisschen penetrant. Da ist er. Na, das war jetzt kein Schniki-Modus. Bieter leer. Schreiben wir uns auf. Vierte Leere. Okay. Gut. Oh, da war was Grünes. Stopp. Stopp. Erst in die Kiste gucken schnell. Da ist was Grünes. Das war nicht leer, das Ding. Das ist nicht leer. Den Strich bei leer wird er weg. Papi Nummer 2. So, und Jimmy hat kein Problem. Papi in der Box. Super. Okay. Das hat sich doch zumindest in Anführungszeichen gelohnt. Ja, der war nicht leer. Danke dir, Kai. Danke, danke. Ich hab's noch gecheckt. Danke, Julie. Danke. Du hast mir schon angekündigt, dass es gegebenenfalls auch. Ja. Der Stream steht ja unter dem Motto. Ja, Schnitzeljagd, hätte ich beinahe jetzt gesagt hier. Aber die Schnitzeljagd führt einen ja von einem Ziel zum anderen und man wird irgendwann belohnt. Hier wird man gar nichts. Hier wird man nur enttäuscht. Bitterböse enttäuscht. Na los. Noch ein Versuch. Mann! Ja, richtig. Vollkommen richtig, Julie. Ich lasse ihn so, weil ich finde nichts. Und wer sagt, na, der geht doch ständig nur ins Gelbe. Glaub mir, ich war gestern Stunden im Roten, im Waldgebiet, dort, hier, da. Es frustriert mich ein bisschen, ganz ehrlich. Aber ich habe das Gefühl, die Weihnachtskleidung, so war es im letzten Jahr, verhindert, dass man so sehr stinkt. Oder so schnell. Keine Ahnung. Vielleicht. Der Bunkercode. Leer. Halt, nicht leer. Wo soll man denn da jetzt noch mit hin? Sagte er und freut sich nicht über den Papi. Klar freue ich mich. Ach, ich hätte die Dinger essen sollen. Egal. Aber wieder ein Männchen.
Klebeband. Ich brauche jedes einzelne Gummiteil. Was? Wer wirft denn die? Die. Also ich hab. Die gibt's in den Weihnachtskisten, die wir hier die ganze Zeit schon machen. Wo jetzt der Papi auch drinne war. Und die großen. Den großen, der man. Also der große, in Anführungszeichen, für das Gebiet große. Wirft die ab. Entschuldigung. Okay, einen Versuch haben wir noch. Es ist der letzte Versuch, meine Lieben. Gehen wir es an. Stoppschild. Kein Stoppschild. Straßenschild. Einbahnstraßenschild. Durchfahrt verbotenschild. Aber ich glaube, es gab mal eine Version, da waren es Stoppschilder. Da ist der Dicke. Okay. Wir verabschieden uns mal. Tschüss. Der wird immer schön mit weggebächelt hier. Das finde ich ganz niedlich. Gut gemacht. Und wieder keins. Schade. Stopp. Schade. Eine Chance haben wir noch, indem wir die große Kiste finden. Klebeband. Scheiße. Sagt man nicht. Aber das passt ganz gut. Die Waffe ist gleich kaputt, ja. Super. Und der Pullover auch. Also, und ja, also was das angeht, da haben wir heute sparsam gespielt. Oh, da könnten wir jetzt ja alle Golduhren mitnehmen. Naja, wir gucken erstmal, was drin ist. Vielleicht bräuchten wir noch einen Platz für eine Wooden Figure, aber dazu muss ja erstmal was drin sein. Wieder nicht. Okay, also. Hör auf mich zu hauen, bitte. Ja, ihr Lieben, ich habe jetzt hier wieder eine ganze Weile gespielt. Oder wir gemeinsam. Ich freue mich, dass ihr so tatkräftig mit dabei seid, wart. Aber wir wurden nicht belohnt. Wir wurden nicht belohnt. Und das ist schon ein bisschen ärgerlich. Denn anscheinend ist es schwerer als gedacht, diese guten Dinger zu kriegen. Es war gestern also kein Zufall, dass wir da mal ein paar nicht gefunden haben. Ist tatsächlich anscheinend sehr, sehr schwer. Ist natürlich für uns jetzt sehr schade, dass wir nicht mal mehr den Weihnachtsbaum fertig kriegen. Das ist ein bisschen assi. Denn der wirft ja täglich Geschenke ab, wenn er denn mal fertig ist. Aber gut. Dann wollen wir hoffen, dass es im zweiten Teil nachher besser wird. Schade.
Schade, schade. Trotz eures Supports, eurer Unterstützung, wir haben es nicht geschafft. Aber wir walken, das gehört dazu. Wir haben trotzdem, bin ganz, ganz cool, zwei Puppies gekriegt. Haben ein Straßenschild, haben wieder hier ein bisschen was gekriegt. Zumindest die Glocken. Ich muss dann mal gucken, was, für was die, diese Lorbeergrenze sind. Ja, Runzen. Ja, die haben wir gekillt. Die, das habe ich vorhin auch schon rausgefunden. Aber wir hatten kein Glück. Wir hatten kein Glück heute. Aber wir haben wenigstens... Ach, die sehen ja auch noch anders aus. Nee, guck mal, hier ist der Weihnachtsmann drauf. Aber es ist ein Elch... Pullover. Na, da... Oh, na, das müssen sie ändern. Julie, wir haben kein Date, wir spielen eine Runde Fallout zusammen. Oh. Mann. Mann. Die gibt's doch nicht zu kaufen und gar nicht, ja? Das ärgert mich. Aber gut. Bett fertig. Mit Julie, du musst jetzt an die Maus und an die Tastatur. Wir spielen diese Runde Fallout. Gleich. Okay. Damit sind wir für heute durch. Was Last Day on Earth angeht. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr noch ein bisschen dabei bleibt, wenn wir dann in ein paar Minuten mit Fallout noch ein bisschen spielen. Wir gucken uns das Update bei Fallout an. Ich werde natürlich den Stream ganz kurz unterbrechen und einen neuen anfangen. Schon wegen dem Titel und weil das Video dann speichert. Würde mich freuen, wenn ihr dabei bleibt. Ansonsten, ich bedanke mich ganz, ganz recht herzlich. Ich bin alleine, keiner will mit mir. Stimmt, Runzli. Stimmt. Die Julie hat auch beim letzten Mal ganz, ganz laut Hallo geschrien. Und du hast es einfach überhört. Aber ich muss schlafen gehen. Ja, ist ja in Ordnung, Kai. Du musst ins Bett, genau, 22:15 Uhr gleich. Das ist völlig in Ordnung, das passt gut. Du kannst ja das Video dann angucken bei Fallout, was es da für das neue Update, für neuen Content gibt. Ich bin selber ein bisschen gespannt, vor allen Dingen der Platz in den Kisten. Mach's gut, Kai. Dir einen schönen Abend. Und auch ihr, meine Lieben, vielen Dank für die Cheerings, vielen Dank für das Abo, Torben, schön, freue ich mich riesig. Und wenn ihr im zweiten Teil nicht dabei seid, euch einen schönen Abend. Ansonsten holt euch eine Cola, holt euch eine Banane und macht es euch bequem. In 5-6 Minuten geht's weiter. Und dann gemeinsam mit Julie und mit unserem Doktor werden wir mal durchs Ödland streifen, ihr Lieben. Ich bedanke mich ganz recht herzlich und wünsche euch einen schönen Abend oder bis gleich. Ciao, ihr Lieben.